Ja, klingt Wahnsinn, oder? Die Burschen wollten immer schon mal schlagen. Gestern die ganze Zeit haben sie schon gefragt, darf man mal? Und jetzt haben sie sich gedacht, jetzt ist Zeit. Vor 2,5 Wochen ruft mich ein guter Bekannter an und sagt, Martin, komm doch mal hier an den Bullen, ich möchte dir was zeigen. Und dann hat er gesagt, komm, schau dir den Bullen an, darauf wirst du in ein paar Wochen trommeln. Dann dachte ich, interessante Idee, und habe da getrommelt, habe ein bisschen ausprobiert, wie klingt dieses Tier, was geht da raus, und war total fasziniert, weil es eine besondere Akustik hat. Dann habe ich gesagt, Andi, wir sollten unbedingt versuchen, hier diesen Bullen zu bespielen und gleichzeitig aber die gesamte Region und das, was Spielberg ausmacht, auch mit in Szene setzen, auch musikalisch. Wir haben die Rennsportautos, die da unten in der Box stehen, die Leute, die hier leben, dann die Topografie, es ist eben kein Wüstenkurs, und das alles wollten wir in einer Partitur vereinen. Wir haben in 2,5 Wochen ein Projekt auf die Beine gestellt, das normalerweise, so sagen hier auch alle, mit denen ich hier arbeite, ein halbes Jahr oder ein Jahr Vorbereitungszeit brauchen würde. Aber das macht dieses spezielle Projekt auch aus, denn nichts hier in diesem gesamten Projekt ist normal oder Routine, sondern es ist alles am Limit. Und jeder Einzelne, der hier arbeitet, das sind wirklich die Besten in ihren Fächern, und das merkt man. Die geben dann noch ihr Bestes, und dann kommt sowas raus. Wir sind hier im Wiener Konzerthaus, genauer gesagt im großen Saal des Wiener Konzerthauses. Es ist einer der berühmtesten und auch besten Konzertsäle der Welt. Wir haben heute hier den ganzen Tag aufgenommen. 12 Stunden Musik gemacht, neue Musik aufgenommen, die wir nach Spielberg an den Red Bull Ring bringen werden. Ich habe hier viele Künstlerkollegen und Freunde eingeladen, mit mir Musik zu machen, denn wir haben was Besonderes vor. Of course, like a lot of people, I'm kind of afraid of heights. And on the camera, it may not look like it, but the truck that I was playing on, the Dakar Rally truck, is quite high, several meters off the ground. And then, of course, the organ's taller than that, and I'm sitting on top of that. You know, the adventure of getting to do something like that is so far outside of what we usually do in classical music. I'm always attracted to, you always want to try to do a project like that. So it was great. You know, it's great in every way. Meine Erwartungen sind absolut übertroffen worden. Es ist einfach wunderschön, wenn man da oben am Bullen steht und Schlagzeug spielt, und dann sieht man, dass das wirklich in sich greift, was man sich da vor 2,5 Wochen so ausgedacht hat.